in Eugen, komme aus Ukraine und ich schnitzel Porträts bzw. verschiedene Arten von Gemälden auf getrockneten Baumblättern. Die Idee kam eigentlich recht spontan. Ich habe einfach zur Probe ein paar Blätter gesammelt und habe dann versucht, verschiedene Muster dran zu schnitzeln. Und irgendwann hat es sich so entwickelt, dass ich einfach zwischen den Blättern Adern quasi solche komplexe Motive angefangen habe zu schneiden. Ich hatte schon immer eine Gabe, mit winzig kleinen Details stundenlang zu sitzen, ohne auf die Rückenschmerzen oder auf Kopfschmerzen zu achten, schon seitdem ich klein war. Und die größte Leidenschaft ist einfach die Natur zu beobachten, was die alles uns bietet. Sei es Holz zu bearbeiten oder irgendwelche Steine, Eisen vielleicht. Und ich habe ja mehrmals im Garten spaziert und sah einfach Tausende, wenn nicht Millionen von Blättern, Baumblättern, die einfach auf den Füßen lagen. Und keiner hat die großartig angeschaut oder beobachtet. Und die, vor allem im Herbst, die sehen dann am meisten wunderschön aus, mit verschiedensten Farben, Variationen, mit allen kleinen Details oder Marken. Und ja, wie gesagt, ich habe einfach ein paar Probeblätter mit nach Hause genommen, die dann getrocknet, unter die Buchpresse gelegt und nach mehreren Monaten dann rausgenommen. Und habe einfach ausprobiert, irgendwas erstmal rauszuschneiden. Und irgendwann kam ich ja noch, beziehungsweise ich sah ein paar Bilder im Internet. Es gibt ja eine chinesische Firma. Da sitzen ja auch ein paar Meister und die schnitzen ja auch Porträts oder verschiedene berühmte Gemälde auf den Blättern. Nur bei denen dauert das, für ein Werk brauchen die schon mehrere Monate, von 6 bis 8 Monaten stand im Internet. Die Technik habe ich auch ausprobiert, soweit die beschrieben wurde, nur habe ich gemerkt, für sowas braucht man ein bestimmtes Werkzeug, bestimmte Technik, die kannte ich noch nicht. Und dann kam ich einfach auf meine eigene Idee. Ich habe versucht, einfache Motive wie Kreise und Quadrate zwischen den Blattsäden zu schneiden. Und irgendwann wurden die Säden dann wirklich hauchdünn und die Motive eben komplexer. Ich habe immer mehr Zeit dafür benötigt, ein Bild fertigzustellen. Die Bilder jetzt mittlerweile sind so komplex, dass ich für die schon 30 bis 35 Stunden brauche und das wird dann noch aufwendiger. Ich habe jetzt noch mehr Ideen, ich weiß, wie ich die Ideen umsetzen kann, brauche jetzt nur noch die Zeit und Geduld. Aber wie gesagt, die Bilder können schon bis zu, beziehungsweise die nächsten Ideen können dann schon bis zu 50 Stunden Bearbeitungsstunden sein. Und nach meinen Vorstellungen kann das auch richtig schön aussehen im Endeffekt. Objekte auszuwählen. Am Anfang habe ich einfach wahllos, was mir gefallen hat, welche Blätter dazu mehr passen. Ich kann es ja nicht richtig erklären, wie dieser Verfahren dann aussieht. Ich probiere einfach verschiedene Blätter und mixe das mit verschiedenen Bildern, muss die Bilder dann auch noch bearbeiten und vergrößern, verkleinern, mit Farbton spielen, damit ich die dann aufschnitzeln kann. Und, am Anfang, wie ich schon sagte, es waren einfach wahllose, was mir gefallen hat. Mittlerweile fragen mich meine Freunde oder auch Bekannte von meinen Eltern, von meinen Freunden,
ob ich denn das und das machen kann, muss ich ja Bilder dann nochmal raussuchen, ausprobieren, was passt nicht und nach meiner Meinung, was dann am schönsten aussieht. Die Blätter sammle ich dann normalerweise im Herbst, wo die dann schon von Natur aus oder vom Baum aus ohne Feuchtigkeit sind, also auch recht trocken sind. Gehe ich meinen normalerweise in so ein botanisches Garten und schaue mich einfach um. Das kann ja, ich nehme mehrere Tage im Anspruch und sammle einfach die Blätter, die mir am meisten gefallen. Von der Größe her, von der Farbe her. Ich muss ja auch natürlich gucken, dass die wenig Risse oder Löcher haben oder sonst noch welche Defekte. Und die sammle ich dann, versuche die noch grob zu reinigen. Also die meisten haben dann irgendwie Reste vom Gras oder von Erde, kleine Insekten. Lege die einfach unter eine Presse. Presse in dem Sinne, dass ich mehrere Bücher drauflege und jedes Blatt bekommt eine Zwischenlage aus Pappe und mit den Büchern werden die ordentlich gepresst. 4 bis 6 Monate dauert das ungefähr, bis die dann komplett trocken und komplett gerade sind. Blätter sind komplett naturpur, ohne irgendwelche Chemikalien, ohne Farbe, Lecke oder ähnliches. Zu Schutz bekommen die einfach nur so ein Rahmen mit Glas. Das war es ja eigentlich auch. Die Art kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt ja moderne Art mit irgendwelchen Farbeffekten, wo man einfach irgendwelche Farbe auf die Leinwand spritzt und nennt man das auch Kunst. Jeder hat dann seine Vorlieben, seine Geschmäcker und ich meine auch nicht, dass meine Blätter jetzt meiner Kunst auch was irgendwas super Besonderes ist. Also ich meine, gut, ist was anderes, das macht wahrscheinlich keiner, außer jetzt die eine Firma, die Chinesen, weil sonst habe ich ja nichts Ähnliches gesehen. Und ich interessiere mich auch für Kunst. Ich schaue schon verschiedene Projekte und Objekte an. Und wie gesagt, dennoch sehe ich das nicht als irgendein Kunstwerk der Superlativen. Für mich ist das eher eine Art, um sich zu entspannen, zu relaxen. Und wenn ich dann Zeit habe und kann mit den Blättern mehrere Stunden hintereinander zu verbringen, wo ich dann nach der Arbeit komme. Das ist einfach eine Art Meditation, Entspannung. Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Wahrscheinlich die Ungerechtigkeit, dass so viele Leute, vielleicht auch solche Leute wie mich, Stunden für sowas verbringen und dann von Leuten, die einfach wenig Ahnung haben oder irgendwie mit anderen Mitteln arbeiten und sowas nicht kennen. Ja, und die sagen dann, ist in Ordnung, ist schon okay. Auch wenn du denen dann versuchst zu erklären, wie viele Stunden das Ganze gedauert hat, die Blätter zu sammeln, die vorzubereiten, das passende Bild auszusuchen, was eigentlich auch noch nicht einfach ist und dann das Schnitzeln an sich und ein Rahmen, das kostet ja alles Zeit. Und viele sehen einfach nur das fertige Produkt und sagen, das ist gut. Ich kenne auch viele Leute, die dann eher weniger machen, aber die können sich nur einfach mehr präsentieren und bekommen dann mehr Lob. Und ja, da ist ja schon ein bisschen Neid zu. Weiß ich nicht. Also ich finde, es ist heutzutage schwer zu unterscheiden, was wirklich gut ist und was wirklich dann schlecht ist. Das sind Leute, die sich eben besser präsentieren können und haben dann aber weniger Talent.
Kunst ist Leidenschaft. Kunst ist Liebe. Kunst ist Forschungsvermögen. Kunst ist Beruhigung. Kunst ist überall.